Freunde, euch erwartet diesmal eine ganz besondere Episode. Heute habe ich die großartige und geniale Stadträtin Rio Morales bei mir, um über alles zu quatschen, was in letzter Zeit in Harlem los war. Schön, dass Sie da sind, Rio. Schön, wieder da zu sein, Danica. Also, es gibt Berichte über einen Raubüberfall in Harlem? Leider ja, aber das Harlem Cultural Center beherbergt Artefakte von resilienten, farbigen Musikern. Womit könnte man sie besser ehren, als ebenso resilient zu sein? Wir kommen wieder auf die Beine. Wenn ich etwas liebe, dann ist es Optimismus. Und Spider-Man war angeblich beteiligt? Was soll ich sagen? Kunstdiebe rechnen nicht mit Fälschungen. Oder mit Spider-Man. Sie sollten lernen, beides einzuplanen. Ja, oder? Spider-Man war also vor Ort. Das ist toll. Ob er wohl gut aussieht unter der Maske? Zumindest erzählt man sich das. New York wäre ohne ihn jedenfalls nicht dasselbe. Danke, Rio. Applaus für Rio Morales, die uns netterweise ihre Zeit geschenkt hat. Noch irgendwelche Ratschläge für unser Publikum? Wenn Sie Hilfe benötigen, bitten Sie einfach darum. Niemand von Bedeutung wird Sie verurteilen. Wow, hätte ich nicht besser gekonnt. Danica, Ende. Spur von Connors? Nein, noch nichts. Es ist MJ. Schlechte Nachricht. In Connors Haus wimmelt es vor Jägern und vom Arzt keine Spur. Gute Nachricht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Auf der anderen Flussseite. Vielleicht bei... Los geht's. Er wartet. Ich hol die Ausrüstung. Das Training mit Sable zahlt sich früher aus als gehofft. Ein Zoo? Connors muss hier irgendwo sein. Das muss ich Pete sagen. Sie sind spät. Wo ist der Laster? Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Sie haben Dr. Connors studiert. Oh Gott, Sie wollen ihn ebenfalls jagen? Sind viele Jäger. Vielleicht geht's ein großer Wunsch nach allem. Hier haben sie sich wohl eingerichtet. Sieht gut aus.
Muss in die andere Richtung gucken. Hallo? Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Vom Dach aus sehe ich vielleicht mehr. Du bist am falschen Ort, Kleine. Ich mache es möglichst schmerzlos. Ich komme zu dir. Ich muss sie trennen. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Ich glaube, es ist unmöglich. Du hast recht. Unter Trümmern lebendig begraben. Was war das denn? Sind Sie, Doc? Was ist das da oben? Oh mein Gott! Vulture ist her. Ich muss Connors finden. Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein. Ich habe sie gestutzt. Er ist tot? Telefon! Connors Handy. Stopp nicht. Harry, ich bin's, MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Bitte, nicht. Bitte, ihr versteht das nicht. Sie haben einen Code für den Käfig und den Schlüssel für Connors Fessel. Ich muss sie finden. Okay, MJ. Code finden, Schlüssel klauen. Halb so wild. Sieht gut aus. Die Jägerin, die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Cravens Jagden live erlebt. Ich träume immer noch davon. Ich sehe nach.
Gespräch. Die Jägerin mit dem Code kam hier lang. Wo ist sie? Oh, wer schreibt denn nicht seine Passwörter auf? Simkarianisch. Er nannte sich Manguste. Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Ich muss ihm nur vorgaukeln, dass ich Vika bin. Sie ist doch hier! Es muss hier Hinweise darauf geben, wer Vika ist. Rufzeichen für den Funk. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Hallo, Garin. So werde ich gleich durchschaut. Ich muss rausfinden, wer Vika ist. Das wird schlecht für dich enden. Vika, Mangus, Vajok. Die haben eine Art Hierarchie. Sie ist wohl Garins Boss. Das kommt gelegen. Findet sie! Symkarianische Lyrik ist wohl ihre Muttersprache. Vegre, jo hier. Symkarianisch ist perfekt. Hoffentlich reicht meins aus. Okay, ich hole mir diesen Code. Komm schon, MJ. Dein Simkarianisch ist gut genug. Geh einfach ran. Itvika, Vika, Mangusnok. Vika, bitte kurz. Garin, elegemwana, hiva scheidbol. Holvanak, akesolek hoskodok. Okodok, shurosota, hosisformatio, tablan ban. Te pedigas tut hat net. Mil hongong beseles velen. Ne hif telbet. Merta feyet be kyruhet. Das hat sich gut angefühlt. Okay, ich sollte los, bevor er herkommt. Wo ist dieses Whiteboard? Da bist du ja. Codes für das Gehege. Code habe ich. Jetzt den Schlüssel. Sie ist noch hier. Sie ist nur ein Mädchen. Findet sie! Das wird schlecht für dich enden! Noch hier.
Schlüssel, um Connors zu helfen. Die Schlüssel sind im Reptilienhaus. Ich muss da schnell hin. Ratten sind mir bei weitem lieber als Insekten. Ich bin dran. Verstecken bringt nichts. Jetzt bist du dran! Du gehörst uns! So viele Fackeln. Es kommen noch mehr Jäger. Habe ich jetzt den Schlüssel. Geh dem nach. Bestimmt nur Einbildung. Bestimmt für Craven bereit. Heute Abend geht's wohl rund. Bin dran. Thank you.
Sehen wir mal nach. Hab mich geirrt. Da ist nichts. Ich brauche die Schlüssel, um Connors zu helfen. Die Schlüssel sind im Reptilienhaus. Ich muss da schnell hin. Es ist fast soweit. Craven ist gleich bereit. Das ist gut. Ich freue mich auf heute Abend. Wir hatten schon länger niemanden mehr, der würdig war. Sie experimentieren mit Elektros-Technologie? Der hier hat nur meine wertvolle Zeit verschwendet. Schwacher Geist und Körper. Seine Technologie könnte von Nutzen sein. Wie schrecklich. Ich überprüfe was. War wohl doch. Kümmere dich. Niemand. Bin schon unterwegs. Neu verkabelt werden. Hey, was? So eine brauche ich auch. Ich werde unruhig, wenn ich zu lange an einem Ort bin. Da, er hat den Schlüssel. Verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich kann sie hier spüren. Bei uns. Wenn die Geister der Toten dir so viel Angst machen, solltest du vielleicht den Beruf wechseln. Sie verurteilen mich. Ich höre sogar, wie sie über dich flüstern. Könntest du den Geist jedes Wesens hören, das ich getötet habe, wäre das sehr laut. Konzentrier dich.
Dank dieser Stadt verlieren wir die Sinne. Noch mehr Jäger. Wir werden den Sieg erringen. Koste es, was es wolle. Bin unterwegs, Doc. Kümmere mich. Moment, Sie sollten nicht... Kennst du diese Bestie? Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Dran. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Es gibt ein Labor im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf! Das Glasgebäude! Bitte! Schnell! Wir machen den Weg frei! Haltet durch! Keine Sorge, Doc! Wir bringen Sie zum Labor! Heute verwandeln Sie sich nicht! Achtung! Gib ihr! Diese Jäger sind doch eindeutig lebensmüde! Erst Bluestone, jetzt Lizard. Sie machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Sie müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell. Rausholen! Deckung! Hab runter!
Kann ich ein Gegenmittel machen? Er ist hier. Tut mir leid. MJ! Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Ja, MJ, ich glaube, ich atme ich. Ich bring dich um! Harry! Ja, tu das! Achtung! Ich weiß, alles wird gut, komm schon. Ich kann nichts sehen. Na los, Pete. Ein Schritt nach dem anderen. Komm schon. Tut mir leid. Das ist die Zeit. Ich. Siehst du, wir sind fast. Pete, sprich mit mir. Jay. Fast geschafft. Halt durch. Halt durch! Bitte, komm schon! Steh auf! Harry! Pete? Bitte bleib bei uns. Komm schon. Pete, komm, das ist doch nichts. Weißt du noch in der 5. Klasse als... Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Pete. Nein! Was ist passiert? Ich weiß es nicht.
MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Fühlt sich das gut an? Euer Boss muss wohl besser zielen. Du bist genau das, was Kraven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir. Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug heilt also deine. Ja. Das heißt, ohne ihn bist du. Ja. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Oh. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht was ich... Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Kraven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee! Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Kraven uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen, okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen.